Tja, auch hier wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Battleborn. Lang, lang ist's her. Das neue Update ist rausgekommen und, vier gegen fünf? Moment, dem fehlt uns einer oder fehlt uns einer? Wohl den fehlt einer. Kämpfen Sie sich durch die Scherben und besiegen Sie die feindlichen Wächter. Ach, hier kurz das Fenster zu machen. Kurz nachher. Begleiten Sie Scherben. So, das Update ist rausgekommen. Wir spielen auf der Überfallkarte Monument. Und wir spielen als Boldur. Versorgen Sie mit ihnen taktische Strukturen auf dem Schlachtfeld. Ah, super. Sehr schön, der Feind ist wieder da. Wunderbar, dann wird es auch ein gutes Spiel. Ja, wir spielen heute mal als Boldur, den Eldritch Zwergverteidiger. Ja, also es gab ein Update, also es gibt drei neue Maps. Also hier einmal Monument, Schneeblind und irgendwas mit Randwelt oder so. Halt für jeden Spielmodus eine. Und haufenweise verschiedene Nerfs und Buffs, also da wurde nochmal gut umgeschichtet. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Amper soll auf jeden Fall jetzt ziemlich gut sein, auf jeden Fall was ihre hier die Sunspots angeht. Soll ich da, keine Ahnung, irgendwie, irgendwas wurde da auf jeden Fall verbessert, so wie ich es auf Reddit so gelesen habe. Jemand zu bekämpfen. Und ich habe jetzt mal angefangen Boldur zu spielen und habe sehr viel Spaß dabei, muss ich sagen. Ja, wir sind halt, wir haben unser Schild, unsere Axt. Na, da oben ist einer. Ich muss sagen, diese Karte ist echt nicht schlecht für, der Benedikt war ein bisschen zu übereifrig. Die Karte ist eigentlich eher was für, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. So. Eieiei. Ach, fuck. Wie schön. Die Karte ist eigentlich eher was für Fernkämpfer. Hier hat man echt gute Möglichkeiten, sich rauszuhalten. Helfen Sie unseren Schergen, einen Wächter zu zerstören. Also indem man hier oben, man kann auf dieser Ebene, auf dieser höher gelegenen Level quasi, kann man sich echt gut frei bewegen. Als Fernkämpfer kann man hier von auf die verschiedenen Säulen hüpfen. Also das ist echt für Fernkämpfer, so markieren so. Wenn man halt ziemlich schwer zu erreichen ist für die ganzen Nahkämpfen, die einen sonst so, so Probleme machen, gerade in der Mitte. Aber ich muss sagen, es ist eine schöne Map. Es ist auch sehr schön, dass es hier quasi das doppelte Thrall Camp ist hier unten runter. Also hier unten runter kann man da hinten lang und da kann man unten reingehen. Da ist quasi ein Tunnel unten runter. Und da sind dann die beiden Thralls später. Ja, also ich spiele Boldur. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme. Was auf jeden Fall, glaube ich, nicht schlecht ist, aber auf jeden Fall hilft, ist, wenn man weiß, wie man am besten mit ihm angreift. Das ist nämlich, rein theoretisch kann man mit dem Rechtsklick halt, mein Schild hoch. Und mit Linksklick kann ich dann zuschlagen. Normalerweise hat er dann halt so eine Schlagkombi. Hier dann da halt ab, also hier hinter. Schlägt, Schild, so, zack, hat halt hier halt so eine Kombi. Die, man kann aber ein bisschen schneller, ich glaube, es ist wirklich ein ganz kleines bisschen, was man schneller dann angreift, ist, wenn man immer im richtigen Zeitpunkt wieder links gedrückt, loshält. Das ist schon lange her, dass ich wieder gespielt und geredet habe gleichzeitig. März. Also wenn man hält halt rechts gedrückt und dann immer ganz kurz drückt man links klickt und zwar immer im richtigen Timing, immer wenn die Axt wieder zurück bei Boldur ist. Also die Axt wird ja nach vorne geschlagen, so gestößt mit der Axt nach vorne. Und wenn die dann wieder zurück ist, also rechts unten, dann kann man wieder zuschlagen. Und dann macht halt immer nur den ersten, die ersten Animationsschritt von seiner Kombi. Und die ist halt stark. Also die ist halt schneller. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch mehr Schaden macht, ob es unterschiedliche Schadensdinger gibt, aber auf jeden Fall ist sie schnell. So. Rage ist super. Rage, also ja, mit Boldur, wir haben halt unseren Sprint. Und mit E können wir die Axt werfen und nach mit F können wir uns selber buffen mit Runen, die dann auch unseren Fähigkeiten ein alternative Wirkungseffekte geben.
Die Ulti von ihm ist echt nice. Aber man muss halt erst dahin kommen. Also mit Volgo ist es wirklich am schwierigsten, wenn man quasi am Anfang noch nicht so weit ist. Also noch nicht ganz voll, also noch, das Level noch nicht so hoch ist. Nachher, wenn man quasi dann nachher Level 4 oder 5 ist, da wird es echt um einiges direkt mal einfacher. Ich hab ein bisschen Angst vor dieser Kanone. Die macht nämlich ziemlich viel Schaden. Jetzt mach ich was weg. Wir haben ja unser Overshield dadurch. Oh, der Rückzug. Ein bisschen langsam. So. Sehr schön. Söldner sind verfügbar. Vielen Dank, Alani. Ich halte das hier mal kurz ab. Nee, wir sollen das jetzt auch nicht in die Luft werfen. Der anderen Alani. Der noch schöner. Vor allem, weil halt. Ah, fuck. Ich muss mal ganz kurz weg. Gerade wenn wir dann nämlich die Ulti haben, dann wird eine Rune kommt auf unsere Axt, eine auf unser Schild. Und jeder 50% des geblockten Schildschadens, also Schadens, den wir mit dem Schild blocken, kriegen wir als Gesundheit wieder. Und das ist super mächtig. Und mit super mächtig meine ich echt super, super mächtig. Krass, du musst jemand Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Uiuiui. Das ist doch langweilig hier. So, wir müssen mal ganz kurz zurück. Mercenaries ist mit Bulldur kann man machen, aber es gibt bessere Leute, um die Thralls nicht zu holen. Marquis ist echt. Auf der Map ist Marquis richtig nice. Gerade hier, weil man steht einfach hier und schießt den Thrall einfach über den Haufen. Und der hat keine Chance. Wenn man einfach außerhalb deiner Reichweite ist. Und hier. Verbündete greifen ein bei dem Dash an. Immer dran denken, möglichst in eine Mauer rein, weil dann wird er auch gestunt. Also man kriegt halt den Stunt kriegt man nur, wenn man den Gegner auch in die Mauer reinhaut. So. Und da haben wir auch schon unser erstes Gear, was wir uns holen können. Kein weinerlicher Leibeigener kann Baldur stoppen. Mehr Leben. Ist immer gut. Feinde haben ein Söldnerlager angegriffen. Sehr schön. Ein Verbündeter hat Leibeigene verbessern. Jetzt kann er, glaube ich, mehr Dingsbums aus. Man hält halt mehr Dingsbums aus, ne? Also halt Dingsbums halt, ne? Ist echt schon krass, Dingsbums. Warte, ich schütze dich. Unsere Feinde greifen ich bin hier. Ein Söldnerlager an. So, ich gehe jetzt mal runter. Da hat schon jemand ein paar Wechsel. Der Feind hat leibeigenen Söldner unter Vertrag genommen. So, immer auf den Kopf. Nice Job, Beutel. Ein bisschen genau, ein bisschen schön umringen. Und irgendeiner für das Schild bei sich hat, dann der andere rein schießt. So. Sehr schön. Wir gehen nach da und holen uns die Splitter. Die Splitter! Also von Level 5 dann ist es echt. Es wird umso höher das Level von Baldur, umso höheres Level man erreicht mit Baldur, umso schwerer wird er umzubringen. Also es ist echt, umso nachher Level 10, ich habe noch nie mit dem Level 10 erreicht, entweder das Spiel, ja, meistens das Spiel ist zu Ende. Also, ich hatte jetzt in letzter Zeit halt mehrere Mal mit Baldur gespielt und habe immer sehr, sehr gute Runden. Also wirklich sehr außergewöhnlich gute Runden. Ja, zur Zeit sind auch echt viele Neulinge da. Weil jetzt hier irgendwie Humble Bundle war es ja für ein paar Dollar drin. Ansonsten war auch immer in letzter Zeit immer mal wieder rabattiert. Eieiei. Eieiei. Ich will ja nicht weg hier. So. Ich meine, wenn wir das Schild hoch haben, haben wir auch mehr
mehr Gesundheitsregeneration, da bin ich mir nicht ganz sicher. Noch ein Hintern, der dem Besitzer des Hinterns übergeben wird. Ich habe ganz auf mein Leben geguckt, wollte gucken, ob es einen Unterschied macht, ob ich das Schild hoch habe oder nicht. Bei Regeneration, aber dabei wurde ich über den Haufen geschossen. Ja, da ist die Welle erwischt. Oh, wir sind diesmal jetzt sind hier sogar einer weniger. Ah, uiuiui. Das könnte interessant werden. Zumindest, mal milde gesagt. Da ist jemand super kalifornistisch, extra allegorisch. So, jedenfalls gerade, weiß nicht, ob das eigentlich ein anderer, anders ausgesprochen würde. Anders ausgesprochen wird. Das ist echt schlimm. Also, hab er jetzt mal länger halt nichts aufgenommen und so. Reden und spielen ist halt immer wieder, merkt man, ist nicht einfach. So. Ja, ist auch, ich glaube, mit dem Update sind auch neue Skins rausgekommen. Also jetzt auch die ersten Tier 3 Skins sind jetzt da. Ja, also ein paar, also echt geil ist, ist der, also von der Machart halt her, ist halt der von Shane Oryx, dieser Clown. Clown, ja, ich weiß nicht, Clown Ballon-Tier Skin. Also Shane ist dann, Shane ist quasi so Clown und Oryx ist halt so aus Ballons zusammengeknotet. Das ist schon ziemlich nice. Und der ist auch, das ist halt so ein Tier 3 Skin. Das heißt, das Model ist auch ein bisschen anders. Halt, ne, die ist halt nicht mehr so diese Splitter. Also normalerweise ist der ja quasi so ein Splitterviech. Na, warte, den kriegen wir noch. Ich kriegen wir noch. Vielleicht auch nicht. Schade. Moment, hier müssen wir ganz kurz mal raus. So. Nur bedauerlich, dass ich dich nicht so, na halt Shane, das ist halt auch, erstens das Model halt ist halt jetzt anders und leicht. Aber es ist nicht unbedingt vergleichbar mit den Legendaries aus Overwatch. Aber man kann, ist auch, also der macht dann so Quietschgeräusche mit dem, wenn er läuft und hat auch so eine Clownsmusik, wenn er sich tarnt. Also ist schon, ja, ist nicht schlecht. Let's do them. Ja. Langsam zurückfallen lassen und runterfallen lassen. Lass mich nehmen, kurz. Sehr schön, na? Unschön. Ja, da hat er auch noch erwischt. Halt so mit Ground AOE, der macht halt, der umgeht halt das Schild von Boldur. Alles, was nicht wirklich, was keinen Strahl hat, sondern alles, was halt irgendwie AOE ist, ist halt, ja, das kann Boldur nicht mit dem Schild blocken. Ich bin tot! Oh, da ist auch er gestorben. Ich hoffe jetzt, mal sehen, ob jetzt die Gegner sich den Mercenary holen oder. Weiß ja einige. Also könnten, tun sie es auf jeden Fall. Ja. Machen sie es auch. Mal sehen. Ja, wir holen jetzt erstmal hier den hier. Da ist jetzt nicht ganz so viel los. Verbündete kämpfen mit leibeigenen Söldnern. So, immer schön. Zack. Oh, wir haben wieder unser Verbündeten. Wir haben ein leibeigenen Söldnerlager angegriffen. Oh nein! Baldurs Axt steckt in deinem Gesicht! Sehr schön. Jetzt haben wir das. Rücken aus. Auf geht's! Mal sehen zum. Ja, jetzt kommen wir von hinten. Jetzt kommen wir von hinten! Sehr schön. Na. Immer schön. Ja. Und Ulti.
Und heilt mich voll. So. Jetzt werden wir gleich unbesiegbar. Bewegungstempo. In der Überzahl. Feindliche Streitkräfte bei halber Stärke. Und da geht noch? Nee, das ist ein schnelles Wort. Macht mir Schaden, lasst mich. Mal wissen, ich mach mir nicht Schaden. Ja, genau, jetzt gehen wir mal runter. Ja, okay. Ist schon. Vertrag unterschrieben. Leibeigene Söldner und unsere Schergen haben einen Wächter angegriffen. Nicht so schön. Ein Gegner für Baldur. So. Mit Baum, da krieg ich Schaden. Ah, ich hab. Ah, es könnte sein, dass er den Buff hat mit dem geschlagen und deshalb der quasi mein Schild geschlagen wird. Könnte schon sein. Wäre echt nicht schlecht. So, macht mir Schaden. Also macht meinem Schild Schaden. Und so, jetzt die Axt wiederholen. Eieiei. Heilige. Das war. Huiuiui. Ganz schön knapp. Sagen wir mal ganz schön knapp. Okay. Moment, das ist eben dran, nicht? Ja. Oh, gib mir meine Axt zurück. Ach Mist, die ist ja explodiert. Also das ist wirklich, also wenn man. Das ist das Tolle an der Ulti ist halt, dass sie schon wieder auflädt, obwohl man halt noch die Runen drauf hat. Das heißt, man wafft sich einmal, wartet dann bis die Zeit wieder abgelaufen ist. Dann hier Axt werfen, den Sprint reinhauen und dann halt eben wieder die Ulti anwenden, weil da kriegt man sofort seine Axt auch wieder. Warte, ich lauf weg. So. Oh, dann können wir Schaden nehmen. Ah, ja, haben wir schon. Ja, da haben wir eine Ulti wieder. Sehr nice. Na komm. Ah, ja, ja, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Eieiei. Oh, wir haben es noch geschafft. Boldo ist halt einfach awesome. So. Noch ein bisschen Legendary hier. Axtwurfschaden oder Vorstoß? Axtwurf. Wir pushen hier richtig gut rein. Ein Verbündeter hat leibeigene Söldner angeheuert. Ein Gegner! Verfolgen, angreifen und totschlagen! Los! Heil mich! Nein, nicht damit. Ich kriege schon genug Schaden. Verstoßene Leibeigene anheuerbar. Verbündete greifen ein leibeigenen Söldnerlager an. So. Sehr schön, da wird hier. Wir haben ein leibeigenen Söldnerlager angegriffen. Eskortieren sind einige von uns zum Tod. Um ihre Schilde zu durchdringen. Aber wie sind wir da? Das heißt, alles ist gut, wir sind wieder da. Leibeigene auf dem Keine Angst, wir sind wieder da. Alles ist gut. So. Später eigentlich brauchen wir. Unser Gear haben wir jetzt, ja, das können wir, keine Ahnung. Ein bisschen fürs Level. So. Mal sehen, was können wir denn.
aufbauen. Guck mal hier vorne mal ein bisschen. Der Turret zum Beispiel. Oder hier der Turret. Dass wir einen haben, ist ja schon mal gut. So, machen wir hier zu. Ist hier nicht noch, weil hier gerade eben noch ein Soldat. Achso, ich hätte schwören können, hier wir noch einen Oscar. Nee, die haben gar keinen Oscar, Mike. Paranoid. Ich sehe schon Sachen, die keinen Spaß haben. Eieiei. Ah, beide wieder. Eieiei, genau, voll noch Waffen. Ganz vergessen. Komm. Sehr schön. Tod den Feinden. Angeheuerte Schläger an dieser Position. Ei. Irgendwas verlangsamt mich. Bin nicht in Ordnung. Boldur ist echt so. Also was ich am Anfang. Das große Problem, was ich am Anfang hatte, ist einfach, wenn man so rumläuft, das Sichtfeld ist echt minimal. Also. Ist ja eh schön, dass man das. Battleborn ist nicht das übersichtlichste Spiel, aber Boldur ist nochmal einiges unübersichtlicher. Gerade weil man auch dann quasi, wenn man zurückweicht, dass man rückwärts zurückweichen muss, um seinen Schild halt dem Gegner vorne hinzuhalten. Das sind auch schon, kann sehr unübersichtlich sein. Oh, kann man mittlerweile durch die Minions durchlaufen? Ich weiß nicht so, dass man vorher mal aufgehalten wird von denen. Ah, ich schütze dich. Ja, warte. Ich wollte weg hier. So. So. Und hier, hoch das Schild. Hey, hey. Komm hier, steh hier. Ich halte das hier auf. Boldur ist echt, also. Wie gesagt, umso höher das Level, umso stärker wird er auch. Ich glaube, oder es liegt am Feuer. Das ist der einen, hier dieser. Kugelhagel kann ja einen in Brand stecken. Ich schätze mal, er hat dieses Feuersturm. Also ich glaube, man muss ja halt diesen Feuersturm-Helix-Ding dafür nehmen. So. Komm, jetzt hier. Sehr schön. Schaden aller Nahkampfangriffe auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, mal kurz kratzen. So, wir da. Weg hier. So. Und weiter töten. Ich habe irgendwie das Gefühl, Boldur hat irgendwas gegen tote Leute. Also er mag, wenn Feinde tot sind, aber irgendwie. Naja, irgendwie so ein Spruch, auf dass die Toten irgendwie. Ewig vergessen werden, für immer vergessen werden oder so. Okay. Tja, oh, wir haben schon den zweiten auch schon ein bisschen Schaden gemacht. Komm mal zurück, Alani. Ja, Schild hoch. Hoch die Schilde. Ey, irgendwas hat mich schon wieder verlangsamt. Und. Das gefällt Moldo. Sehr schön. Wir singen ein Lied von Gewalt und Muskeln. Vorstoß? Nee. Ah, ich weiß es nicht. Sehr schön. Streitkräfte bei halber Stärke. Ich habe keine Axt. Aber, Moment. Ach nee, stimmt, wenn man die Ulti hat, dann explodiert ja die Axt. Und die explodierte Axt kann man auch natürlich irgendwie sinnvollerweise nicht wieder zurückholen. Du siehst aus, als hätte man dich mit einer Axt erschlagen.
Verstoßene Leibeigene anheuerbar. Da nähern sich Männer oder Frauen. Boldur weiß es nicht genau. Mist, da kommt noch ein Feind. Moment, haben wir ja nicht. Truff die Runen. So, viele schöne Blitze. Ich muss sagen, mittlerweile, also am Anfang fand ich Boldur echt blöd. Ich habe also mein erstes Spiel mit dem. Ah, ja, Moment, ich bin getaggt. Nein, ich soll jetzt nicht weg hier, raus hier. So, mein erstes Spiel mit dem, es war auch gegen gute Gegner. Und mit einem geht so Team. Aber es war echt, danach habe ich gedacht, boah, Boldur ist der schlimmste Charakter in Battleborn. Man muss wirklich immer so rein, bisschen Schaden machen. Man muss am Anfang halt wirklich vorsichtig XP farmen. Also rein in Minions, allen Minions Schaden, allen Minions mal ein bisschen Schaden machen und dann schnell wieder raus. Bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Ein Sieg für und die dann, das ist halt, das muss man halt begreifen. Man darf halt nicht, von Anfang an so denken, wäre super krass der Beste. Weil am Anfang ist man halt echt noch nicht. Oh fuck. Baldur ist bereit zum Kämpfen. Ein Verbündeter hat leibeigenen Söldner angeheuert. Auf nach Hause. Wir brauchen Leben. Sehr schön. Nur noch zweimal zwei Level-Ups. Hier beim Level 9 nimmt man, glaube ich, den linken. Ja, ich habe den linken, damit man halt eben mehr Leben bekommt. Bei Level 10 kann man nämlich dann pro 100 Leben sich noch einen Damage-Buff holen. Und das ist auch ziemlich nice. Gucken wir mal hier. Vertrag unterschrieben. Splitter. Leibeigenen Söldner rücken aus. Bauen wir, ja, vielleicht ein bisschen. Turrets bauen oder so, aber Hauptsache der Gegner kriegt sie nicht. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Die haben noch nicht ihr Gear voll. Was wir brauchen noch. Oh, so gerade. Ja. Feindliche leibeigenen Söldner sind hier unterwegs. Komm hier! Nein! Oh. Feindliche Streitkräfte bei 40% Stärke. Und jetzt sehr schön. Nur ein Gegner ist übrig. Nutzen Sie den Vorteil. So. Uiuiui, gut aufgeräumt. Und wieder unsere Runen drauf. Leute, ich stehe vor euch. Hier, los, lauf! Ja, ich werde auf jeden Fall nicht so sehr rein. Hardcore reingehen, weil ich also nicht ganz so erfreut sei. GG guys, well played. Jupp, das war auf jeden Fall well played. Sehr nice. Das war ein schönes Spiel. Und Boldur ist halt eigentlich einfach super. Da muss man auch mal sagen. Boldur ist... Der ist ein Judah, ne? Und wir haben auch echt, ich glaube, wir haben auch einen Level-Vorteil, aber naja, egal. Das sind halt mittlerweile immer wieder mal. Der Level-Unterschied ist eklatant teilweise. Also, es sind dann teilweise Level 100er, die halt von Anfang an dabei waren. Und auch, Boldur Duftmarke. Wir haben seine Lore-Challenge abgeschlossen. Cool.